Tag 3 auf Kotaro Tao. Ich bin unfassbar müde, ich habe nicht so gut geschlafen und meine Schultern tun brutal weh, weil ich gestern den ganzen Tag den Rucksack getragen habe. Ansonsten werden wir uns heute einen Kajak mieten und jetzt gibt es gleich erstmal Frühstück. So. Und dann geht's ab in die Crocodile Cave. Mal gucken, wie das wird. So, Emily hat ihren ersten Tag schon gegessen. Sie hat jetzt auch einen Pineapple Pancake und ich habe mir einen Pineapple Pancake mit Cashewnuts geholt. Ja, mal gucken, wie der jetzt schmeckt. Und da ist wieder unser Essen für heute Mittag drin. Heute gibt es Nudeln und ich Nudeln und Reis für mich. Boah, das war ja gestern echt schlimm. Okay, fertig gegessen. Das war echt sogar ziemlich lecker mit dem Cashewnuts, weil mal die anderen das nicht mehr so geschmeckt hat. Und ich habe ja noch ein bisschen Marmelade drüber gemacht und kann ich jedem empfehlen. Okay, los geht's Richtung Kajakverleih. Ich wurde gerade Zeuge davon, wie ein Affe einem älteren französischen Pärchen was geklaut hat. Und er ist jetzt mit dieser Tüte abgehauen auf den Baum hinter unserem Bungalow. Ich konnte nichts tun. Und die Affen sind hier echt richtig frech. Man muss wirklich aufpassen. Na gut, immer die Tür zu halten. Okay, hier ist gerade ein Fuchs. Der ist gerade am Essen. Der hat irgendwas gefunden. Maus oder so. Das geht ja noch ein bisschen weiter. Er tötet das Ding immer noch seit 2 Minuten jetzt schon. 2 Minuten 30, aber. So, warum wir schon wieder hier sind, beziehungsweise warum ihr sonst nichts gesehen habt, ist, weil wir gar nicht weg waren. Wir waren beim Kanuverleih und die haben uns gesagt, dass man nicht in die Crocodile Cave kann, weil dort ein Baum umgestützt ist und den Eingang versperrt. Bedeutet für uns, wir sind hier geblieben und machen uns einen entspannten Tag. Lesen, schneiden, was auch immer. Und jetzt essen wir zuerst mal zum Mittag. Das haben wir uns hier trotzdem vorbestellt. Und das werden wir jetzt essen. Lecker. Das ist ein Göffel. Und da wir sonst nichts dazu gekriegt haben, gibt es jetzt kalte Nudeln mit Hühnchen und was, whatever. Okay, das gestaltet. Wird sich als schwierig gestalten. So, es ist den ganzen Mittag nicht mehr viel passiert. Wir haben eigentlich nur gechillt. Ich habe echt nicht viel gemacht. Zwischendurch mal geregnet. Geht's aber wieder und ich mache mich auf den Weg zum Strand. Ist ja nicht so weit. Und werde dann noch ein bisschen lesen. Hier gibt es aber viele coole Vögel. Ich habe im Dschungel schon so einen Adler gesehen. Und hier gibt es auch diese, die haben so 2 Schnabel. Sieht so aus, als hätten die so eine doppelte Banane als Schnabel. Die sind ganz cool. Die gibt es hier häufig. Und ja, leider sind auch viele Vögel hier extrem nervig, die machen einfach nur den ganzen Tag laute Töne wie so ein Föhn oder so. Boah. Naja, gut. Ich gehe mir dann mal noch ein bisschen und wir sehen uns später. Ich habe Bock, jetzt ein paar Handstände zu üben. Geht ja hier ganz gut. Hier ist es schön eben, hier ist es schön sandig. So. I can't find my way back to you till you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone until.
till you find your way back home. Find your way back home. Nichts mehr großartig geschehen. Wir haben nur noch zu Abend gegessen. Und jetzt wird das hier noch geschnitten und dann geht's in die Haier. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.